Bevor es richtig losgeht, check doch mal meinen neuen Song Meet Me Halfway ab. Überall, wo es Musik gibt, Link ist in der Videobeschreibung oder das dazugehörige Musikvideo. Viel Spaß dabei. Bye. Ich glaube, damit muss man hierzulande auch ein bisschen Glück haben. Ich habe was auf eBay gefunden. Und zwar 3x DHL Secret Packs. Verlorene, nicht zustellbare DHL-Pakete. Ich bin nämlich die letzten Wochen hardcore auf die Suche gegangen nach unausgepackten verlorenen Paketen. Ich hatte ja schon mal ein Video dazu gemacht. Allerdings war das nicht ganz das, was ich ursprünglich wollte. Und ich hoffe, ich erreiche es jetzt. Plus 4,99 Euro Versand hat das Ganze am Ende 54,98 gekostet. Ich bin super gespannt, ob mein Traum endlich in Erfüllung geht. Ja. Ich bin so excited. Während die Pakete auf der Reise zu uns sind, möchte ich aber mal drüber reden, wie es ist, eine Reise von Deutschland aus zu buchen. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet oder nicht, aber das ist in der Regel 30% teurer oder sogar mehr. Ich weiß nicht, ich bin geschockt über diesen Fact. Egal ob Flug, Mietwagen oder Unterkunft, wir Deutschen zahlen auf Websites drauf. Glücklicherweise kenne ich einen Trick, um das Ganze zu umgehen, und zwar NordVPN. Damit könnt ihr nämlich ganz einfach euren Standort ändern. Ich war ja vor ein paar Wochen in Amerika und wenn man nach Las Vegas fliegt, braucht man auf jeden Fall ein Hotel. Das Caesars Palace kostet für eine Nacht 456 Euro. Aber wenn ich meinen Standort wechsle, zum Beispiel auf Chile, zahle ich plötzlich nur noch 361 Euro. Für das und so vieles mehr ist NordVPN einfach essentiell, auch im Alltag. Geht einfach auf nordvpn.com/Kelly. Es gibt sogar momentan beim 2-Jahres-Plan ganze 4 Monate extra. Ihr könnt das Ganze wirklich bedenkenlos testen, denn wenn es euch nicht gefällt, gibt es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also checkt den Link in meiner Beschreibung und wir gucken mal, ob die Pakete mittlerweile angekommen sind. Da sind wir doch wieder so weit. Da haben wir doch das Paketchen. Ich hoffe so sehr, dass sie noch verpackt sind. Ich hoffe so sehr, dass es nicht alles einfach nur Amazon-Retouren sind, sondern dass wir ein paar Variationen haben. Es ist wie Weihnachten. Ich bin ganz aufgeregt. Jetzt stellt sich dem einen oder anderen von euch vielleicht sogar die Frage, wie kommt es überhaupt dazu, dass verlorene Pakete verlost werden? What the fuck? Wurde jedes Paket, das nicht bei mir ankommt, einfach verlost? Ich war auch verwirrt. Oh, yes! Der Kaffee war kurz vorm Umkippen. Looks amazing. Ich lieb's. Sie sind tatsächlich verpackt. Ich komme nicht klar. Die meisten haben sogar noch Etikettenreste drauf. Yes! Ein riesiges einfach. Oh mein Gott. Es sind einfach nur 3 verlorene Pakete. Einfach nur 3. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Die sind auch alle sehr leicht. Wirklich sehr leicht. Natürlich wird wohl bei dieserlei Paketen nachgeforscht, aber trotzdem kann manchmal kein Absender und auch kein Empfänger gefunden werden. Außerdem kann es natürlich zu Störungen bei der Post kommen, beim Zoll. Wir hatten eine globale Pandemie, es gab Grenzsperrungen. Außerdem kann es natürlich sein, dass die Adressaufkleber beschädigt sind, man keine Adresse mehr finden kann. Und wenn eins von diesen Szenarios stattfindet, werden die Pakete einige monatelang gelagert, aber wenn sich keiner meldet, beziehungsweise kein Kunde zum Beispiel der DHL meldet, keinen Anspruch erhebt, werden diese Pakete versteigert. Und dann landen die zum Beispiel bei mir auf dem Tisch. Ich würde sagen, wir öffnen mal das erste Paket. This one maybe? Also es sieht nicht so aus, als ob eins davon... Das hat ja sogar einen Griff. Das habe ich ja noch nie gesehen. Es sieht nicht so aus, als ob eins davon überhaupt von Amazon gekommen wäre. Denn wir haben nicht so eine Verpackung mit Amazon-Logo, außer natürlich der Karton, in dem es gekommen ist. Deswegen bin ich sehr gespannt, was hier drin sein könnte und ob ich das überhaupt verwenden kann. Let's check it. Wir lieben es. Paket im Paket. Sag mal, da ist noch eine Adresse drauf. An wen sollte das denn gehen? Es kommt von Pegasus Trading GmbH und sollte nach Wiesbaden gehen. Da fühle ich mich schon fast schlecht, es zu öffnen, aber es ist auch schon offen. Es fühlt sich an wie eine Handtasche. Aber warum ist es schon offen? Ich dachte, die kommen ungeöffnet. Da stellt sich mir halt die Frage, hat der eBay-Mann das nochmal verpackt, damit er sagen kann, es wurde nicht geöffnet? Ist es vielleicht ein Scam? We will never know, probably. What
ist es? Also es ist offensichtlich eine Handtasche. Beautiful. Ist so ein bisschen Chanel-inspired, würde ich sagen. Mal gucken. Scheint brandneu zu sein. Riecht auch irgendwie lederig. Ist auch noch ausgestopft. Es ist jetzt keine Marke zu erkennen, aber das ist eigentlich nicht schlimm. Das ist eigentlich eine echt coole, schöne, beautiful Tasche. Was ist denn Pegasus Trading GmbH? Clothing Shop. Pegasus Trading GmbH EU. Sitz ist im Herzen des Rheinlands. Okay. Aber was haben die denn für Shops? Warte mal kurz. Sie machen Design, Produktion, Beschaffung und Vertrieb von Produkten. Deren Eigenmarken. Das ist einmal LYDC London, Vanessa und Melissa, Vita Crest und Friendry. Habe ich jetzt von nichts gehört. Vanessa und Melissa. Okay. Mal gucken, ob ich meine Handtasche hier finden kann. Ist das hier alles auf tschechische Kronen gestellt wegen meinem VPN-Server? Bleibt sicher mit NordVPN. Ich verbinde mich mal in Deutschland irgendwo. Preiswerte Kunstlederhandtaschen und Modeaccessoires für Mädchen, junge Frauen und Damen. Das ist es doch. Das kann mir doch keiner erzählen. Ich kann das genaue Modell jetzt nicht finden, aber die großen Shoppertaschen kosten so um die 30 Euro. Ich weiß nicht, ich würde sagen 10, 15 Euro. Brand new. We love it. Ich bin nämlich zu ungeduldig. I need the next one. Das ist auf jeden Fall auch prall gefüllt. Könnte es sein, dass ich wirklich nur um Klamotten handelt. Hier sticht schon was Weißes raus. Es sieht nach einer Jacke aus. Krass einvakuumiert. Oh wow, und doppelt in Plastik verpackt. Das ist eine North Face Jacke. Die kann ja nicht original sein. Ey, aber geil. Vielleicht auch schon, weil die ist ja halt in so einem Plastik mit The North Face drauf. Das sieht schon recht original aus, Leute. Ich sag euch, wie es ist. Oh mein Gott. Die ist real. Wie geil. Also entweder ist die real oder die ist ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Fake. Wow. Ich meine, der Winter ist vorbei, aber für nächsten Winter? Bitch. Hello. Passt mir sogar. Wieso packe ich in dieser Art von Videos immer so viele Daunenjacken aus? Ich verstehe das nicht. Warum gehen die so oft verloren? Holt die lieber im Laden. Das Einzige, was ich dazu sagen kann. Obwohl sich der Zipper schon recht billo anfühlt. Aber es sieht schon alles sehr authentisch aus. 203 Euro auf Zalando. Wisst ihr noch, als ich gerade geschockt war, dass da nur drei Pakete drin sind? In der eBay-Anzeige steht literally dreimal DHL-Paket. Ich dachte, er hat drei und verkauft drei verschiedene. Meine Logik ist ein bisschen verschoben. Wisst ihr, was ich meine? Boah, es ist warm. Was ist denn dann bitte da drin? Also hier ist komplett alles abgerissen. Man kann es aber einfach super rumtragen. Es sieht aus wie eine Packung Klopapier. Und es sieht jetzt nicht aus, als wurde es von einem großen Shop verschickt. Ich weiß nicht warum, aber das gibt mir so selbst eingepackt Vibes, weil es irgendwie dieses Grüne, ja, sind es auch. Meine Vermutung hat sich bestätigt. Das sind Mülltüten, in denen das eingepackt ist hier. Macht ja kein offizieller Shop, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Oder es wurde einfach nochmal neu verpackt. Mal gucken, ob wir hier drauf eine Adresse finden. By the way, weil diese Sachen so schwer zu bekommen ist, wenn ihr wisst, wo ich unausgepackte, reale, verlorene Pakete herbekomme, dann sagt mir gerne in den Kommentaren Bescheid oder auf meinem Discord-Server. Und dann kann man das auch mal öfter machen. Because I love it. I really love it. Was ist das? Es sieht aus wie Ergonome Kopfkissen. Ich weiß, was ist das? Das ist einfach in Einkaufstüten eingewickelt. Zwei Bambus-Kopfkissen. So exciting. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe die hier genauso schon auf Amazon gesehen. Denn ich habe mir auch so ein Kopfkissen bestellt, aber habe mich letztendlich für was anderes entschieden. Aber wir gucken mal. Die wirken schon trotzdem recht fresh, aber ich glaube nicht, dass sie direkt von Amazon kommen. Die Packung spricht einfach dagegen. Wie heißt denn sowas? Gesundheits... Kopf...
Kissen für 27,49 Euro. Antiallergiker orthopädisches Schlafkissen. Tada! Es scheint aber auch nicht mehr in seiner Originalverpackung zu sein, zumindest so, wie es auf den Bildern dargestellt ist. Deswegen frage ich mich, woher die kommen. Aber sie wirken auf jeden Fall recht neu. Eigentlich komplett neu. Ich würde sagen, alles in allem dafür, dass es so wenig war, ist die Ausbeute sehr gut ausgefallen. Als ich die eBay-Seite die Tage nochmal aufrufen wollte, war der Post verschwunden, was mich ein bisschen suspekt gemacht hat. Also Deutsch kann ich auch nicht mehr richtig sprechen irgendwie, egal. Wir sind schon am Ende. Deswegen kann ich euch auch nichts empfehlen dahingehend, außer ab und zu mal eBay abzuchecken, was ich auch tun werde, also good luck. Wir stehen in direkter Konkurrenz, aber wie gesagt, wenn ihr Tipps für mich habt, schreibt sie in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Wisst ihr was? I mean this. Bye!